Was geht ab, ihr geilen Glubschbos? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und hier möchte ich mich erstmal nochmal direkt entschuldigen, dass längere Zeit keine Videos kamen. Ich hatte das schon im letzten Arc-Video erzählt, das aber mittlerweile auch ungefähr eine Woche her ist bestimmt. Wahrscheinlich sogar mehr. Und ja, es gab Gründe dafür. Die möchte ich hier jetzt nicht genauer erläutern, aber ich kann sagen, ich habe mir kleinere Spielzeuge dazugeholt, was auch die Aufnahmen betrifft und anderes. Das werde ich aber in einem anderen Video, was, denke ich, für Silvester geplant ist, dann zum Jahreswechsel genauer erläutern alles. Aber eine Kleinigkeit kann ich euch schon mal zeigen. Da freue ich mich auch schon drauf, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ihr freut euch da auch drauf. Ja, es ist was zu kleines, was mir persönlich sehr gefällt bei anderen YouTubern. Deswegen habe ich mir das auch mal zugelegt. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich werde das jetzt mal benutzen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon ist, weil ich habe das gerade schon getestet. Mit der Facecam, die kommt nämlich ein bisschen später als die Umrandung, aber mittlerweile müsste sie da sein und dann sage ich immer, guten Tag, die Herren. Jawohl, eine Facecam wird ja eigentlich benutzt, um sich selbst zu zeigen, aber ich zeig mich doch nicht im Internet, Alter. Seid ihr komplett bescheuert? Wo kommen wir denn da hin? Ich zeig mich doch nicht im Internet, ich habe mir Facecam geholt, um hier bescheuert zu sitzen, hier. Nein, ihr werdet mich natürlich auch noch vernünftig sehen. Aber ich dachte mir, so als kleinen Einstieg könnte man einfach mal was Beschissenes nehmen. Und wenn das nicht beschissen aussieht, dann weiß ich auch nicht. Ach ja. Och, scheiße. Ich dachte mir, wir spielen mal wieder ein Ründchen COD, was ich momentan wieder sehr gerne spiele. Sind ja auch neue Maps rausgekommen, ist ja jetzt schon, keine Ahnung, 20 Tage her, wo sie rausgekommen sind. Ne, keine 20 Tage, am 12. sind sie, glaube ich, gekommen alle, ne? Und, ja, da hat das Spiel nochmal einen Anreiz gekriegt und ich spiele das wieder gerne. Momentan läuft das eigentlich nicht so gut hier in der Runde, aber eigentlich läuft es. Das ist mal wieder Fluch der Aufnahme. Alter! Was gehe ich auch da hoch, Alter? Ist doch klar, dass ich da weggesnappt werde. Lernen muss man auch, Alter. Oh nein! Oh, Bomben! Bomben! Oh! Puh! Ah. So, überlebt. Easy, kein Problem. Also, das liegt an meiner Kopfbedeckung hier. Damit überlebst du alles. Also, Bombenteppich und Helikopter, du überlebst einfach alles hier mit. Deswegen habe ich die auch auf. Weil das wäre eine Schande, wenn ich sterben würde. Das passt da einfach so perfekt vom Timing her. Fickt mein Leben, Alter. Alter, jetzt komm! Ich hasse diese Map. Die ist immer voller Sniper. Mann, sie lädt eigentlich auch zum Snipern ein, aber ich will nicht snipern. Ich will nicht irgendwo in der Ecke sitzen und irgendwie nur mein Leben da chillen. Ich feuer da gerade einfach mal hin, um zu gucken. Ja, und lol! Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Oh Mann! Da wollte ich mich um den Sniper kümmern, habe ihn auch... Da ist der Helikopter, Alter. Da ist der Helikopter. Es war klar, dass der kommt. Lolololololol. Ja, okay, den Killer habe ich zumindest gekriegt. Ja, was machen wir da jetzt? Das wird problematisch. Ach, Mist. Tiefenwirkung leider nichts getroffen. Komm, Diegelklicks. Diegelklicks. Und voila! Da hat er zwei Stück platziert, der miese Wichser. Ah, wir haben auch eine Drohne. Nice. Boom, Double Kill. Beide meine. Die haben sogar beide auf den neben mir geschossen. Perfekt. Oh, da kommt der Helikopter. Jetzt verreck doch, Mann. Oh, oh. Heli kommt. Der Heli kommt. Sniper kommt. Nein. Oh. Okay, das war eine AK. Ah, Mist. Was ist denn hier los? Ich hab doch extra meine Brille auf. Oh, Leute. Was war das denn bitte? Ich hab meine Brille auf und sehe nichts. Wahrscheinlich, weil ich die Brille gar nicht brauche. Oh.
Oh, ich hab den Träger gerade voll in meine Schläfe gerammt, Alter. Oh, das tat weh. So, ja, jetzt sehe ich auch besser. Okay, ich sehe gar nichts. Alter. So. Hoch hier. Alles sauber. Was liegt denn hier? Eine USP45. Ach, wer spielt denn mit einer USP45, wenn er eine geile Deagle haben kann? So. Was denn noch hier los? Okay, da ist einer von mir. Rechts und links Gegner jetzt von mir aus gesehen. Ja, das wollte ich aber auch hoffen, dass du stirbst, Alter. Wer beschießt mich hier denn? Den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur den Typen gesehen, der gerade rechts rüber gerannt ist. Und weil ich den nicht gesehen habe, der auf mich schießen wollte, dachte ich, schieße ich den dann ab. Aber da kam ich nicht mehr zu. Das ist doch alles hier. Beschieß ist das alles. Beschieß, sage ich dir. Alles beschieß auf dieser Welt. Boah, Fernkämpfer, Königshüter, Zeittag, Volltreffer. Okay, also. Die Kopfbedeckung scheint es auch nicht mehr zu bringen. Da muss ich die wohl abnehmen. Ist sie unnötig. So, ich weiß, meine Haare sehen jetzt wahrscheinlich scheiße aus. Das ist auch nicht mein normaler Zustand. Ich bin einfach länger nicht zum Friseur gegangen. Deswegen, da muss ich auch mal wieder hin die Tage. Boah, Alter, jetzt läuft es ohne Kopfbedeckung. Alles easy hier. Einfach im normalen Zustand spielen. So, den snack ich mir eiskalt ab. Ne, das war sogar Recher. Der ist gestorben, der Lappen. Nein, nicht auf mich! Na! Alter! Oh! Oh! Alter, der hätte das auch nicht dran sein können. Leck mich am Arsch. Ja, also so sehe ich aus hier. Guten Tag dir. Ja, ich habe mich dazu entschieden, mal mit FaceTime zu machen. Ich wollte das eigentlich schon länger machen. Allerdings fehlte mir die fehlende rechten Leistung meines Computers, um dies in die Tat umzusetzen, denn ich nehme mit Elgato auf und für die Facecam braucht man da Stream Command, das muss man da aktivieren und dafür braucht man einen i7 Prozessor, den habe ich hier jetzt neben mir stehen. Hey! Alter, ich bin der Einzige aus dem Team, der über 10 Kills hat. Manchmal frage ich mich echt, was hier los ist. Also, eigentlich sehe ich ein bisschen anders aus, Haare mehr als kürzer, denn das da ist ziemlich lang. Ich bin nur ein faules Stück Scheiße und gehe nur einmal im Jahr zum Friseur. Das ist das Problem. Und mir wird hier die ganze Zeit angezeigt, ich habe hier irgendwas Neues, aber ich habe hier nichts Neues. Ja, stimmt. Hier, es gibt ja jetzt auch Skins, die man kriegen kann. Die kann man sich auch selbst zusammenbasteln, wie schon bei Infinite Warfare. Das haben die hier jetzt auch reingepatcht. Und ja, ich hoffe zumindest, dass euch. Moment, wir können hier mal ins Depot gehen. Für die, die es noch nicht kennen, aber ich denke, die meisten werden es kennen. Sieht aus, als hätten wir hier den nächsten Captain Price, huh? Oh, also der Bart, der ist schon mal da. Moment, in dem Teil hat er auch einen Schnauzer, ne? Wie sieht Price noch mal aus? Er hat einen Bart, aber hat er einen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier kann man halt so Kisten kaufen, da kriegt man dann Skins raus, auch für Charaktere. Ich finde das aber auch nice animiert, dass da einfach so ein Typ dann links geht, wie der gerade verschwunden ist. Ist mal was Neues. Also haben sie sich was einfallen lassen. Ja, ist auch was Neues in Modern Warfare, aber. Ehe sie das reingepatcht hätten, wäre ich dafür, dass sie neue Waffen reinbringen. Weil ich glaube nicht, dass es das schon damals gab. Denn die Kisten, die kamen ja eigentlich mit Advanced Warfare war das, ne? Ich glaube, da kamen die ersten Kisten mit. Und ja, da finde ich, da hätten. Also, das ist schon nice, dass sie das reingepatcht haben mit den Skins. Allerdings muss ich sagen, ich finde die Skins nicht immer so geil. Also es gibt welche, die ganz gut sind. Aber, ich weiß nicht, irgendwie bin ich momentan wieder, also beispielsweise, ich habe lange Counter-Strike gespielt und da fand ich auch die Skins immer mega nice. Allerdings muss ich sagen, finde ich hier, keine Ahnung, hier finde ich die normalen Waffen, wie
wie sie normal aussehen, irgendwie am geilsten. Normalerweise habe ich auch den Sticker dadurch drauf, den man auf meiner G36 jetzt sieht. Aber ich finde das Emblem so geil, deswegen habe ich das drauf gemacht. Das hier sind die Standard-Skins. Die kann man hier alles noch gar nicht sehen, weil ich die noch nicht freigeschaltet habe. Aber hier, ich meine, es ist alles nicht so das Wahre. Der ist auch noch scheiße. Der geht schon, aber ja, hier fängt es dann richtig an. Der sieht ganz gut aus und der eigentlich auch. Aber ich weiß nicht, ob ich damit spiele. Aber was ich gut finde, den habe ich letztens gezogen. Den finde ich nicht so gut, aber das finde ich geil. Also so sieht sie normal aus und so sieht sie dann aus, dass man da halt Kriegsgezeichneter heißt das. Also da stehe ich irgendwie drauf. Also das kann was. Dass sie, da hat sie sogar Riss drin und alles. Das sieht schon geil aus. Ich hoffe, ich krieg das irgendwann. Ja, aber ich würde sagen, ich verabschiede mich hier. Lasst auf jeden Fall mal euer Feedback da. Wie lange habe ich jetzt eigentlich geredet hier? Keine Ahnung. Aber wir sind noch im Rahmen einer normalen Folge. Lasst auf jeden Fall mal euer Feedback da, was ihr zu der Facecam sagt. Ich weiß, im Hintergrund sieht man ein bisschen was von der Deutschlandfahne. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch sieht. Da ist auch Bitburger-Werbung drauf. Aber ich glaube, das werde ich dann demnächst mal abhängen, dass man da einen weißen Hintergrund dann hat. Ich glaube, das ist dann besser als Bitburger-Werbung auf der Deutschlandfahne. Ja gut, ja, lasst auf jeden Fall mal euer Feedback da, was ihr davon haltet mit einer Facecam. Ich hoffe, das kommt gut an. Und ja, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, das dann auch weiterzumachen, in mehreren Projekten mit einzubringen, wo das dann halt auch passt. Ja, würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Und ich kann auch auf jeden Fall versprechen, dass es jetzt demnächst wieder vernünftig weitergeht mit den Videos, dass wieder täglich was kommen wird. Ich werde auch ein bisschen rumprobieren mit neuen Projekten. Beispielsweise Division kann ich euch schon mal sagen. Da ist ja jetzt ein DLC rausgekommen, Survival. Das wollte ich eigentlich direkt aufnehmen, wenn es rauskommt. Aber ja, wie gesagt, es war viel zu tun. Da konnte ich mich dann nicht drum kümmern, weil sonst würde ich hier wahrscheinlich immer noch dran sitzen und herausfinden, warum das alles nicht funktionierte. Weil es gab viele Probleme. Ich hatte mir erst eine andere Elgato geholt, aber jetzt habe ich halt eine andere. Mit der funktioniert das alles, aber das werde ich alles in einer anderen Folge erzählen, in einem anderen Video, was ich für Silvester geplant habe. Und ich hoffe, dass das dann auch alles funktioniert, was ich da geplant habe, weil da will ich noch ein bisschen zaubern, ein bisschen was Schönes machen. Ja, auf jeden Fall, ich verabschiede mich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.